Event für Autoliebhaber, die Schloss Bensberg Classics. In der prachtvollen Kulisse starteten am Samstag bereits Fahrzeuge der besonderen Art. Der Rallye Historik durch das Bergische Land, rund 200 Kilometer vorbei an herrlichen Kulissen. Für Fahrer und Zuschauer ein besonderes Schmankerl und vor allem alles bei Kaiserwetter. Wie die Idee zu einer solchen Veranstaltung entstand, erzählt Thomas Althoff. Die Idee ist geboren worden vor 8 Jahren. Wir haben damals zusammen mit unseren Partnern vom Volkswagen-Konzern überlegt, dass Deutschland ja eigentlich die Wiege des Automobilbaus ist. Hier ist das Auto erfunden worden und wir aber trotzdem bis dahin keine hochwertige, international bekannte Konkursveranstaltung in Deutschland haben. Und da haben wir gedacht, das wäre eine Sache, die prima hier in das Grand Hotel Schloss Bensberg passen würde, weil wir haben die einmalige Kulisse eines Barockschlosses. Es ist das zweitgrößte Barockschloss nördlich der Alpen. Und das gepaart mit diesen hervorragenden Autos und all das zusammen ergibt eine ganz besondere Veranstaltung. Am Samstag wird es eine historische Rallye geben mit insgesamt 100 hochwertigen Fahrzeugen, historischen Fahrzeugen, die eine Fahrt durch das Bergische Land machen. Am Morgen geht's auf dem Schlosshof bereits los und die Fahrzeuge werden startklar gemacht. Hier ist noch der ein oder andere Trick notwendig. Ja, wenn es zu warm ist, müssen wir die Haube etwas aufmachen, damit das Fahrzeug nicht so warm wird. Wir hatten vor 4 Wochen das Problem bei einer Rallye, da hat das Benzin gekocht. Darum haben wir jetzt die Haube etwas weiter aufgemacht, dass wir also mit der Öltemperatur weiter runterkommen. Kurz vorm Start ist das Fahrerfeld gespannt auf den Kurs und man freut sich auf die Strecke. Es ist einfach eine wunderschöne Strecke. Es sind tolle Wagen dabei. Die Stimmung ist immer super und die ganzen Fahrer hier, also Stimmung, Strecke, einfach alles. Nochmal genau das Roadbook anschauen und das Wetter genießen und den Sound und den Motor riechen. Prachtvoll geht's dann vom Schlosshof ins Bergische vorbei am staunenden Publikum. Übrigens sind auch viele Promis dabei, nicht nur bei den Fahrzeugen, die mitunter schon mal für Millionen den Besitzer wechseln. Manchmal werden auch prominente Autos von prominenten Menschen gefahren, wie der weltbekannte Käfer Herbie. Also für mich als Schauspieler ist das so, das sind die modernen Autos wie Film. Und Theater ist ja ein bisschen pur und das ist dann Theater, ne? Das ist pures Fahren. Und bei einem Stopp im Nachbarschloss Ereshofen konnte man sich kaiserlich stärken bei Buffet im Königlichen Garten. Die Zuschauer bestaunten derweil die edlen und historischen Karossen. Und am Ende, wie war das noch bei einer Rallye? Ja, wer als Erster losfährt, kommt als Erster an, oder? Richtig. Doch ist man hier auch gleichzeitig dann der Gewinner? Bei dieser Rallye bestimmt nicht, denn da spielen weitere Faktoren eine Rolle. Der Gewinner wird am nächsten Tag bekannt gegeben. Übrigens findet am Sonntag an diesem Wochenende dann noch der Concours d'Elegance statt. Ein Concours d'Elegance ist eigentlich, wie der Name sagt, ein Wettbewerb den Preis des elegantesten Autos. Historisch gesehen kommt das aus einer Zeit, wo die Autos noch Chassis hatten, die dann an viele Karosseriebauer vergeben wurden und die haben dann immer mit ihren neuen Karosserien bei bestimmten Veranstaltungen ihre jährlichen Neuigkeiten, da war eine große Vielfalt damals auch gezeigt und die wohlhabenden Kunden haben dann also prämiert mit Abstimmung, was denn das schönste Auto ist. Und das hat sich so ein bisschen in die heutige Zeit rübergerettet, wobei heute natürlich oft auch andere Dinge dabei eine große Rolle spielen. Aber das Element Elegance, wie der Name sagt, das eleganteste Auto zu finden, ist immer noch dominierend. Rundum ein Top-Event in Top-Atmosphäre. Und wer noch Benzingeruch und viele Autos aus alten Zeiten sehen möchte, sollte sich auf ins Schlosshotel Bensberg machen. Da, wo sich an diesem Wochenende die wohl teuerste Tiefgarage Europas befindet.